meine Augen gehen auf von 0 auf 100. Ich schaue mich um, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich gucke nach oben und sehe, dass da irgendwo auch eine Krankenschwester dann da ist. Frag dann, wissen Sie, wo Sie sind? Nein, wo bin ich denn? Ja, Sie sind im Krankenhaus. Man fragt sich natürlich als allererstes, wie kommst du jetzt hier hin? So, was ist passiert? Warum ist man hier? Wo ist man überhaupt? Wusste jetzt auch nicht, welches Krankenhaus das ist. Also irgendwann so Richtung 18, 19 Uhr ist es dann so, dass der Arzt dann ins Zimmer kommt und erstmal in so einem kecken Ton sagt, naja, was hast du jetzt genommen? Und ich habe ihn dann halt vom Alkohol, den ich so getrunken habe, erzählt. Und dann hat er dann auch erzählt, so, naja, da war ja noch was. Recht kurz danach kam mir wieder so diese Bekanntschaft in den Sinn. War ja auch irgendwo die einzige Möglichkeit, die mich dann dahin gebracht haben könnte.